morgens um 9:30 auf der Anlage des 1. FC Mönchengladbach. Mit Trikot, Nockenschuh und Fußballbewaffnete erwartet die 5- bis 15-Jährigen heute nicht nur ein sportlicher Tag. Die kleinen Fußballer können sich auch gleich einen Traum erfüllen. Trainieren wie und mit Bundesliga-Profis. Diese Erfahrung bietet die Po 90 Fußballschule, die von den Ex-Borussen und Nationalspielern Horst Köppel und Christian Hochstetter ins Leben gerufen wurde. Doch einfach nur ihre Namen herzugeben reicht nicht. Die Altstars stehen natürlich selbst auf dem Platz. Ja, ins Leben gerufen wurde sie Anfang des Jahres von mir und von Christian Hochstetter, der inzwischen ja Sportdirektor beim VfL Bochum ist, weil wir uns überlegt haben, sowas einfach in Deutschland machen zu wollen, obwohl es schon sehr viele Fußballschulen gibt. Aber wir haben den Gedanken gehabt, auch etwas anderes zu machen. Den Fußball erfinden wir sicherlich nicht neu. Aber wir haben auch Ideen gehabt, mit Ernährung ein bisschen Kinder beizubringen, bei den älteren Kindern auch so ein bisschen die Suchtprobleme schon anzusprechen. Dribbeln, Passen, Torschuss. Das Programm der Fußballschüler ist vielfältig. Profispieler werden hier aber nicht hochgezogen. Es ist vor allem der Spaß und die Lust am Fußballsport, der bei den Mädchen und Jungen gefördert werden soll. Philipp und Simon kümmern sich heute auf Platz 1 um die Jüngsten. Die können auch mal laut werden, was für die Trainer aber kein Problem darstellt. Die beiden haben bereits in Neuseeland erfolgreich Fußballcamps für Kinder organisiert. Die Erfahrung, die wir da gemacht haben, können wir auf jeden Fall gebrauchen. Auch da haben wir mit überwiegend Kleinkindern gearbeitet. Und die Übungen, die wir da gemacht haben, ähneln dann denen hier schon. Der große Unterschied ist, dass man da viel mehr auf die Begeisterung der Kinder eingeht, die viel mehr versucht zu pushen. Da ist es insgesamt viel lauter gewesen. Platz 2 gehört den Klassenältesten. Hier tritt das Spielerische etwas in den Hintergrund, wenn Trainer Köppel den Nachwuchsspielern anspruchsvollere Technikübungen vorgibt. Von denen hat der mittlerweile 65-Jährige einige in seiner bisherigen Karriere lernen und lehren können. Nur noch ein bisschen zurück, nur noch ein bisschen hierher. Erste wieder, du hast die Beine auseinander, sie dribbelt auf dich zu, durch die Beine und Abschluss, Schuss. Und nachher wird gewechselt. Okay, los geht's. Und komm, Dribbling, jawohl. Und jetzt Schuss. Ja! Und die nächsten zwei. Ob Spiel oder Technik, bei Pro 90 wird immer am Ball gearbeitet. Und das kommt bei den kleinen Fußballenthusiasten natürlich gut an. Fußball, dafür bin ich auch hier. Und ich habe auch gelernt, so Tore zu schießen. Viele Tricks, Übersteiger, Ausweichtrick und ja. Ja, also mit dem Ball zu dribbeln und tricksen und aufs Tor schießen. Ich fand das Training eigentlich gut und also auch ein bisschen anspruchsvoller. Und die Spiele und vor allen Dingen der Torschuss gefällt mir sehr. 4 Tage Fußballcamp, eine Zeit, die nicht nur die Kinder zu genießen scheinen. Für Horst Köppel und sein Team zählt aber nicht nur der Augenblick auf dem Platz. Es ist die Lust, Fußball auch nach dem Camp aktiv zu betreiben, die die Profis bei den Kleinen entfachen wollen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Kinder alle zufrieden nach Hause gehen und dass sie vielleicht auch was mitgenommen haben, und das ist das Wichtige für uns. Und wer weiß das schon so genau, vielleicht steht in Zukunft sogar mal ein Pro 90-Gesicht im Kader von Borussia Mönchengladbach.